Immer hatte mir der romantische Gedanke vorgeschwebt, aus meinem Leben ein Kunstwerk zu machen. Heinrich Vogeler war um die Jahrhundertwende sehr bekannt. Er ist durch verschiedene Ausstellungen berühmt geworden. Die Leute haben ihm ja die Bilder von der Leinwand gerissen, als das Öl noch gar nicht trocken war. Ich war der Liebling des Bürgertums. Meine Kunst hatte ja nichts zu tun mit den unruhevollen Hässlichkeiten der Gegenwart. Er hat grundsätzlich versucht, in seinem Leben für alle Menschen, die ihn umgeben, alles schöner zu machen. Du veredelst alles, was du anfasst. Und er war ja auch alles. Er war Illustrator, er war Maler, er war Architekt. In seinem Bakenhof hat das zu einem Gesamtkunstwerk ja auch verbunden. Dieser Ort ist einer gewesen, der für viele unglaublich spannend war und ein regelrechter Treffpunkt. Wir wollen mehr hören. Rilke war auf jeden Fall einer der prominentesten Gäste bei diesen legendären Sonntagsfesten. Schau dir dein Werk doch an. Haus, Garten. Ich wundere mich, dass du nicht auch noch einen eigenen Himmel dazu geschaffen hast. Er merkt, so kann das nicht weitergehen. Die relevante Kunst ist längst anderswo. Ein Künstler soll sich selbst und die anderen nie belügen. So zog ich nun in den Weltkrieg, bekleidet nur mit meiner Uniform und einem Karabiner. Er lässt es auf sich zukommen, ob er da im Krieg getötet wird oder nicht. Durch die Kriegserfahrung bekommt er eine Idee davon, was für die Menschen wichtig ist. Ich habe mich entschlossen, den Bakenhof an die Arbeiterklasse zu verschenken. Es ist immer wieder dieser Versuch, sich neu zu gebären. Und für das muss er das Alte kaputt machen. Also lasst uns die Geburt des neuen Menschen feiern. Für Martha war wirklich die Zeit um 1909 ein persönlicher Einschnitt, wo ihr immer klarer wird, dass sie ihren Mann nicht mehr liebt und sich ein Leben ohne ihn auch vorstellen könnte. Martha hatte einen jungen Mann mit einem dicklichen Gesicht im Dorf kennengelernt. Ein Mann vor dem Zusammenbruch, der sich auf irgendeine unbekannte Insel zu retten suchte. Martha hat ja auch einmal zu ihm gesagt, du hast dich nicht einmal duelliert mit ihm. Sie hätte das gern gehabt, wenn er gekämpft hätte um sie. Vielleicht hätte eine weiche Bewegung, die Bewegung ihrer Frauenhand, wenn sie einmal leise mit ihr über meinen Kopf, über meine Stirn gestrichen hätte, alles lösen können. Eine Stille war zwischen uns beiden. Es war wie ein Abgrund. Dass Heinrich Vogeler den Ludwig Bäumer nie vom Hof gejagt hat, das hängt damit zusammen, dass er der Meinung war, Martha gehört ihm nicht. Er hat sie zwar geheiratet, aber sie ist ein freier Mensch und wenn sie ihn nun nicht mehr liebt, dann kann er sie da nicht so zwingen. Dann rangen sich in mir die Worte los, geh zu ihm. Vogeler hat geglaubt, dass Deutschland einen Verteidigungskrieg führt. Er hat geglaubt, wie viele andere auch, Deutschland würde inmitten des Friedens von Feinden überfallen, wie der Kaiser Wilhelm das erzählt hat. So zog ich nun in den Weltkrieg, bekleidet nur mit meiner Uniform und einem Karabiner. Nach einigen Wochen galten wir als ausgebildet. Wir sollten abtransportiert werden nach dem östlichen Kriegsschauplatz. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Brot. Die Flucht aus diesem Leben erschien mir damals die letzte, wichtigste Tat meines Lebens zu sein. Er lässt es auf sich zukommen, ob er da im Krieg getötet wird oder nicht. Feige Flucht, nichts weiter. Statt Selbstmord gibt man den Mord dem Schicksal in die Hände. Immer hatte mir der romantische Gedanke vorgeschwebt,
aus meinem Leben ein Kunstwerk zu machen. Heinrich Vogeler war um die Jahrhundertwende sehr bekannt. Er ist durch verschiedene Ausstellungen berühmt geworden. Die Leute haben ihm ja die Bilder von der Leinwand gerissen, als das Öl noch gar nicht trocken war. Ich war der Liebling des Bürgertums. Meine Kunst hatte ja nichts zu tun mit den unruhevollen Hässlichkeiten der Gegenwart. Er hat grundsätzlich versucht, in seinem Leben für alle Menschen, die ihn umgeben, alles schöner zu machen. Du veredelst alles, was du anfasst. Und er war ja auch alles. Er war Illustrator, er war Maler, er war Architekt. In seinem Bakenhof hat das zu einem Gesamtkunstwerk ja auch verbunden. Dieser Ort ist einer gewesen, der für viele unglaublich spannend war und ein regelrechter Treffpunkt. Wir wollen mehr hören. Rilke war auf jeden Fall einer der prominentesten Gäste bei diesen legendären Sonntagsfesten. Schau dir dein Werk doch an. Haus, Garten. Ich wundere mich, dass du nicht auch noch einen eigenen Himmel dazu geschaffen hast. Er merkt, so kann das nicht weitergehen. Die relevante Kunst ist längst anderswo. Ein Künstler soll sich selbst und die anderen nie belügen. So zog ich nun in den Weltkrieg, bekleidet nur mit meiner Uniform und einem Karabiner. Er lässt es auf sich zukommen, ob er da im Krieg getötet wird oder nicht. Durch die Kriegserfahrung bekommt er eine Idee davon, was für die Menschen wichtig ist. Ich habe mich entschlossen, den Bakenhof an die Arbeiterklasse zu verschenken. Es ist immer wieder dieser Versuch, sich neu zu gebären. Und für das muss er das Alte kaputt machen. Also lasst uns die Geburt des neuen Menschen feiern.